Guten Morgen! Willkommen bei Endlich Selbstversorger. Ich will euch heute einen Einblick in meinem Alltag geben als berufstätiger Selbstversorger. Jetzt haben wir Anfang November und es ist schon kalt draußen. Also wir hatten teilweise morgens minus 5, am Tag werden es dann mal ein paar Plusgrade und die Sonne geht recht spät auf, um 27, um 16 Uhr geht sie schon wieder runter und das bedeutet, dass ich im Dunkeln auf die Arbeit muss und ja, im Dunkeln komme ich auch wieder zurück. Mein Glück ist, dass ich draußen arbeiten kann und da sehe ich dann doch ein bisschen die Sonne. Mein wichtiges Werkzeug, also Hilfsmittel, ist diese Pannenlampe, Stirnlampe. Ohne die käme ich überhaupt nicht zurecht. Ja, morgens vor der Arbeit muss ich melken. Und natürlich die Tiere versorgen. Und abends, wenn ich nach Hause komme, dann muss ich halt heizen. Es ist schon recht, ja, es ist schon anstrengender im Winter. Also im Sommer ist es leicht, ich komme nach Hause und mache mir meinen Kaffee, dann gehe ich zu den Tieren, melke und so weiter. Ist halt im Winter, ist es halt anstrengend. Also morgens, wenn ich aufwache, dann ist es 12 Grad. Und wenn ich abends nach Hause komme, ist es im Moment, ja, 8 Grad. Also so kalt wie in einem alten Kühlschrank. Aber es geht. Schlimmer wird es dann, wenn es dann ständig Minustemperaturen sind. Also da habe ich dann auch einen photogenen Kamin, Petroleumkamin und der hilft mir dann. Jetzt habe ich auch erfahren, ich habe im letzten Mal im Video gesagt, dass ich 80% arbeite und 2,5 Monate im Winter zu Hause bleibe. Dem ist jetzt nicht mehr so. Ich habe eine Erhöhung bekommen. Ich arbeite jetzt 90%. Das heißt, ich muss das ganze Jahr umarbeiten und darf dafür dann immer freitags mit das früh nach Hause gehen, aber ich habe halt keine 2,5 Monate Zeit mehr. Das bedeutet, ich werde meinen ganzen Urlaub im Februar, März nehmen. Also ich habe 6 Wochen, 5 Wochen werde ich nehmen, weil ich habe die Zicklein. Und es ist halt schon anstrengend, wenn es so kalt ist, keiner ist zu Hause, keiner heizt und dann nach Hause zu kommen, dann erstmal heizen, natürlich die Tiere und so weiter. Also es wird spannend den Winter. Das ist das erste Mal, dass ich eigentlich den Winter durcharbeiten werde. Mehr oder weniger. Okay, ich wünsche euch aber auf jeden Fall viel Spaß. Ich hoffe, ihr bekommt so ein bisschen einen Einblick, wie mein Alltag aussieht. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal.
Räuber, Räuber. Wie lange will der filmen?